Heute, am 9. Februar 2021, wäre der Theologe, Ökumeniker und große Liturgiewissenschaftler Philipp Hanuncourt 90 Jahre alt geworden. Vor etwa 3 Jahren ist er an mich als sein im letzten Jahrzehnt regelmäßig solidarischen Projektunterstützer mit einer Idee herangetreten, dass er zu eben diesem 90. Geburtstag seinen zahlreichen Lebensbegleiterinnen und Freunde eine Frage stellen wollte, die so lautete: Habt ihr verstanden, was ich euch mitteilen wollte? Anstatt einer Festschrift oder einer Publikation, die ihm zu Ehren ja schon mehrfach ausgerichtet worden war, für Philipp Hanuncourt zum 60., zum 75., zum 80. Geburtstag, die Frage klang für mich angelehnt an literarische Abschiedsreden, eine Aufforderung zum Gedächtnis in der letzten Phase des Lebens. Ich habe damals dieses, sein neues Projekt, etwas nach hinten geschoben. Es ist ja noch Zeit, Philipp. Zum Aussenden der Fragen ist es dann nicht mehr gekommen. Ich möchte sie heute an Sie, die Sie Philipp Hanuncourt gekannt, geschätzt, gemocht haben, weitergeben. Habt ihr verstanden? Ja, Philipp Hanuncourt war mitteilender Lehrer durch und durch. Er redete, ob man es hören wollte oder nicht, wie der Neffe als Begräbnispriester Pfarrer Matthias Keil bei der Predigt zum Requiem für Onkel Pilli den Lesungstext aus dem 2. Timotheusbrief, es war die Tageslesung, leicht schmunzelnd wiederholte. Philipp Hanuncourt war der Professor par excellence, auch wenn man sein jahrzehntelang ausgeübter Beruf bei der offiziellen Beate gar nicht vorkam. Da war einzig der emeritierte Domkapitular der Diözese Graz-Seckau. Dabei hatte Philipp Hanuncourt gleich 2 Institute an Hochschulen bzw. Universitäten gegründet. Das Institut für Kirchenmusik, im Jahre 1962, an der späteren Kunstuniversität Graz, dem Ort seiner Kindheit, den sein Ur-Urgroßvater Erzherzog Johann als seine Grazer Residenz erbauen ließ und in dem Philipp Hanuncourt mit seinen Eltern und seinem Bruder Nikolaus kurz nach seiner Geburt in Berlin 1931 Aufnahme fand. Nachdem sein Vater als Techniker durch die Weltwirtschaftskrise in Berlin seinen Job verloren hatte. Die Familien Meran und Hanuncourt lebten dort bis zur Machtergreifung der Nazis, die die Familie dann zum Auszug zwang und das Institut für Liturgiewissenschaft, ein zweites Institut, Christliche Kunst und Hymnologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz, dessen Vorstand stand Philipp Hanuncourt von 1973 bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1999 war. Wer das Glück hatte, Hanuncourt gehört zu haben, erinnert sich meist an das erste Mal. So schön, so deutlich, so klar formuliert war seine Sprache. Habt ihr verstanden, was ich euch mitteilen wollte? Ich wiederhole seine Frage mehr ein halbes Jahr nach seinem Tod und seinem unvergesslichen Begräbnis in Grundlsee, an dem virtuell mehr als 40.000 Menschen teilgenommen haben. Einen Tag danach haben wir nämlich sein Projekt seines letzten Lebensjahrzehnts eröffnet, die Heiligen Geistkapelle in Bruck an der Mur. Ich möchte diese seine letzte Frage mit dieser Kapelle verknüpfen. Aus aktuellem Anlass, in der wir uns, ja, die ganze Welt, sich befindet. Philipp hat dafür jeden Tag seiner letzten 10 Jahre gekämpft, mit seiner Energie und mit einer Werf, die sprachlos machte. Alle, die ihn kannten, zollten diesem unerhörten Engagement natürlich größten Respekt. Aber warum hat er das getan? Vielleicht wusste er das damals vielleicht sogar selbst nicht. Außer der Ahnung, hier ist etwas aus unserer Vergangenheit zu retten, die nicht nur Vergangenheit, sondern Zukunft bedeutet. Dieses Gebäude hat keinen Nutzen, aber es stiftet Sinn, sagte er unendlich oft darüber. Wir vergegenwärtigen uns, wie dieses Gebäude ausgesehen hat. Bereits am Ende des 18. Jahrhunderts, 1794, war es profaniert worden. Nachdem es 1768 als baufällig beschrieben worden war, es wurde später, nachdem die Brucker Bürger das Bauwerk nicht abgerissen, sondern versteigert hatten, zum Pferde- und Futterstall des Postmeisters, beziehungsweise von insgesamt 7 Postmeistern als Besitzer. Kreuzungspunkt zweier wichtiger Verkehrswege. Seit etwa 1820 wurde der Stall umgebaut zum Gasthaus, zum Geistwirten. Das
zwei Decken wurden eingezogen, Zimmer für Übernachtungen geschaffen. 1956 wurde das Gebäude erneut von der Stadt Bruck erworben. Es wurden Wohnungen, für Gemeindebedienstete, später für Obdachlose, die am Ende auch ausgezogen waren. Der umgebende Lärm durch den Brucker Schnellstraßenknoten war auch für sie unerträglich geworden. Seit 1989 war es dann endgültig leer gestanden. Und nun, einen Tag nach der Beerdigung seines Erretters, die sprachlose Behauptung durch Musik seines Freundes Bertel Mütter, der die Melodie von Bruckners Locus iste adeo factus est mit der Posaune improvisiert. Einzig das gotische Sterngewölbe hatte als Decke des zweiten Geschosses noch darauf hingedeutet. Was auch immer für sechs wohlhabende und bekannte, auch heute noch in der Inschrift lesbare Brucker Bürger der Grund war, dieses außerordentliche Bauwerk am Ende des 15. Jahrhunderts europäisch einzigartig zu bauen. Sein dreiseitiger Grundriss mit den Altären waren dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist christlicher Gottesvorstellung geweiht. Sie sind in der Baukunst europaweit einzigartig. Das wurde Philipp Hanenkohr nicht müde zu betonen. Seine schlüssige Interpretation war die der Trinität des Todes jener Jahre, Pest, Hungersnot und Krieg, setzten diese wohlhabenden Bürger die Trinität des Lebens entgegen, als Dank und als Denkmal. Nicht einmal im Ansatz wäre es in all diesen Jahren seines Engagements denkbar gewesen, wie sich die Welt im Jahr seines Todes verändert hat, dass jemals wieder eine derartige Bedrohung wie damals auch nur denkbar wäre. Es ist schon vielfach von Corona-Denkmälern die Rede, in der öffentlichen Debatte. Künstler bemühen sich darum. Philipp Hanenkohr, der sich so unendlich viele Verdienste in der Theologie, der Liturgiewissenschaft, in der Ökumene, in den liturgischen Räumen unseres Landes erworben hat, hat mit diesem seinen Engagement zur Errettung dieses Denkmals uns wohl am meisten hinterlassen. Diese Kapelle steht ohne Nutz mitten im wahnsinnigen Verkehrsknotenpunkt von Bruck an der Mur wie ein großer Pfeil, der nach oben weist. Das ist eine stille Sprache, von der er immer mehr überzeugt war. Bei seinem letzten Besuch bei uns im Kultum hier, als er schon der Atem gerät zur Buchvorstellung seines Freundes Hubert Geisbauer mitgebracht hatte, hat er als Einleitung einen Satz zitiert, den ich Ihnen heute noch einmal vorspielen möchte. Interessiert. Ein Text von Silja Walter ist mir in die Hände gekommen und der scheint mir für diesen Abend sehr gut zu passen. Es ist nicht einfach, Worte vorzuformulieren, die in persönlicher Begegnung und in intimster Gemeinschaft gesprochen werden können. Und doch ist dieser Dienst in unserer geschwätzigen und zugleich stumm werdenden Zeit notwendiger denn je. In Deo nascimur, in Christo morimur, in Spiritus sanctore viscimur. In Gott werden wir geboren, in Christus sterben wir, im Heiligen Geist werden wir zum Leben wiedererweckt. So steht es auch in der Inschrift, die in dieser Kapelle zu lesen ist und die man wieder freigelegt hat. Lieber Philipp, zu deinem 90. Geburtstag gedenken wir deiner. Als zutiefst glaubender christlicher Theologe, der sich die letzten Fragen von der Kunst erwartet hat, bleibst du uns im Gedächtnis. Dein Mitteilen wollen geht uns immer neu, immer mehr eigentlich, immer mehr auf.